mal einen Damage-Buff. Was? Ja. Das ist... Was machen die denn? Warum sind die jetzt uns hier? Warum? Wissen die wahrscheinlich selber nicht. So, wir haben jetzt ein bisschen über 2 Minuten diesen Damage-Buff. Wir müssen uns jetzt erstmal hier kurz Damage geben, weil, ganz ehrlich, ist nicht so, dass wir eine andere Wahl hätten. So, jetzt sind wir auf Damage gegangen, wir haben den Damage-Buff und jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass wir jetzt teilweise wenigstens vom Damage her mithalten, weil es sieht jetzt schon sehr, sehr schlecht aus. Obwohl insgesamt eigentlich von Kartenpunkten es geht. Also, so unterlegen dürften wir gar nicht sein. Das Problem ist, wir haben niemanden, der seine Rolle wirklich spielen kann. Und damit, seht ihr, es liegt nicht nur immer am Skill. Habt ihr kein Team, seid ihr am Arsch. Das ist halt ein Teamspiel, das ist halt so und... Man kann alleine noch so gut sein. Was geht links, aber was geht links? Ja, ich komme mit links. Ah, das ist wieder der Rampage, Kollege. Da. Ich weiß nicht. Es wird wenig Sinn haben. Ich versuche zu hinterlaufen, wenn du bis dahin nicht tot bist. Wovon ich eigentlich schon fast ausgehe, dass du bis dahin tot bist. Weil ich habe einen ganz schönen Weg, wenn ich die jetzt hinterlaufe. Ich habe auch nur noch 1 Minute. Warum heißt denn kein Mana mehr, Alter? Alter, ich habe nichts gemacht, ich habe keine Skills benutzt, ich habe kein Mana. Der zieht mir Mana ab. Mit dem Schlag. Ist dein Ulti-Fall? Ja. Ja, Butter, ey. So ein Mango. Was macht die denn? Oh, ich weiß es auch nicht so genau. Ey, wie oft hat der denn? Hallo, dürfte ich die immer langsam wieder machen? Gibt's doch nicht, meine Frage. Jetzt klaut er mir nicht ernsthaft den Kill, ne? So, ich hoffe mal, dass der vorher stehen bleibt. Ich kann jetzt nur darauf spekulieren, dass er stehen bleibt. Ich hoffe mal, er hat mich nicht gesehen. Hat er mich gesehen? Wo ist er hin? Nein, das gibt's doch nicht. Wo ist er hin? Hä, wo ist er hin? What the fuck? Ist doch nicht euer Ernst, dass der jetzt ernsthaft entkommen ist. Das kann doch nicht sein. Och Mann, der mit seinem scheiß Teleport geht mir so auf den Sack. Ha, der wird schon hinten in der Base sein. Da wollte der ernsthaft nochmal jungeln gehen. Das war natürlich nicht so clever von ihm, aber dass ich den nicht gekriegt habe, Alter, das kotzt mich gerade so heftig an. Das war so ein Free-Kill eigentlich. Habe ich den Kill eigentlich vorhin davor bekommen? Ne, da wurde mir natürlich auch geklaut. Mann. Ich habe gerade rechts mal erfolgreich verteidigt, haben wir beide weggeholt. Ja. Murdoch und wir sind jetzt links vorm letzten Turm. Wir sind jetzt links vorm letzten Turm. Ich habe schon 7 Punkte, wenn ich jetzt sterbe, muss ich ins Kauf nehmen. Ich muss jetzt aber weiter pushen, weil wir haben sonst absolut gar keine Chance mehr. Ich denke mal auch, der wird mich gleich hinterlaufen. Also ich gehe sehr fest davon aus, dass er mich gleich hinterlaufen wird. Die sind zu zweit, also 2 sind tot, 2 sind in der Mitte gerade beschäftigt. Ja, also einer ist jetzt bei dir, mehr. Das meinte ich, das war jetzt richtig dumm. Und ja, was der schon für einen Standard-Damage macht, ist ja unglaublich. Er macht einfach Standardangriff mit 3 Treffern und zieht er 879. Ich hatte 16 Minions da vorne, aber das habe ich fast in Kauf genommen. Okay, gut, dann können wir jetzt mit 7 Punkten hier Damage... Eigentlich müsste ich nochmal auf Crit gehen, aber wird mir nicht viel bringen. Darum gehe ich jetzt hier nochmal auf Damage, damit man höhere Grundschaden haben. Müssen ja halt die Geschwindigkeit außen vor lassen und haben nur eine Standardgeschwindigkeit. Alter, bekommen. Wie weit kann der denn springen, ey? Das ist doch so asozial. Ja, ah, der Murdoch. So klein, der Murdoch, kann ich dir sagen, nimmt den Mikrosprengstoff mit, geht voll. Der geht nur auf Damage, der macht nichts anderes. Der geht nur auf Damage. Ja, das bringt ihn trotzdem nicht. Wir haben gerade eben nur im 1 gegen 1, der trifft nicht. Mit seinen Attacken. Ja, mich hat er gerade schön zerfickt. Mit 3 Treffer hat er gebraucht, um mir... Ich habe auch nur 1300 Leben, also das ist natürlich... Bin ich eher auf Damage gestiegen. Oh. Alter.
läuft überhaupt nicht. Aber wir haben uns mehr oder weniger wieder in den Griff bekommen. Also, es ist besser als vorhin. Vorhin sah es ja noch wesentlich düsterer aus. Ich weiß noch nicht. Nico, wie viele Kartenpunkte hast du? Da, Damage Buff ist da. Wie viele Karten? Damage Buff? Damage, ja, ich komme. Wie viel hast du? Wie viele Kartenpunkte? Also insgesamt? Weiß ich gerade. Warte mal. Steht unten links. Dein Level. Achso, 27. Nee, was? Ja, 27. Also, ich habe nämlich auch erst 24. Ich bin da sogar 3 hinter dir. Hier ist der Damage Buff. Noch 20 Sekunden. Scheiße. 20 Sekunden ist der wieder da. Den müssen wir. Wir hätten vielleicht noch eine Chance. Wir sind jetzt Level 9. Wir könnten eventuell versuchen, den in der Mitte platt zu machen. Den ganz großen. Den OP-Buff. Ich sehe keine großartige Anpassung. Wenn wir das Spiel drehen wollen, müssen wir das ungefähr so hinkriegen. Nicht wie beim letzten Mal, dass wir plötzlich hinterlaufen werden und uns das Ding abgenommen wird. So, gut, jetzt machen wir hier auch ein bisschen mehr Standard-Damage. Das ist sehr extrem wichtig. Jetzt sind natürlich 2 Tanks in der Mitte. Das ist roter Buff, Bonus auf Schaden und Bewegungsgeschwindigkeit bei Treffern. Okay. Links, Nico. Wir haben eine Chance, links durchzupushen. Das ist vielleicht auch unsere einzige realistische Chance, überhaupt irgendwo durchzukommen. Ich versuche jetzt mal links gegen den Magier. Der macht aber ohne Ansage. Ja, natürlich. Versuchen wir jetzt mal den Magier zu hinterlaufen. Den habe ich nämlich gerade hier vorne gesehen. Gegen zwei dürfte er keine Chance haben. Also hoffe ich. Oder ich gehe einfach auch davon aus, dass er nicht gegen zwei eine Chance hat. Ah, der hat es schon wieder gesehen. Ja, gut, den hast du jetzt zwar gekriegt. Kritisch! Bitch! ich hör mal Kartenpunkte. Ja, Kartenpunkte. Du meinst, Skill, Karte, nicht Kartenpunkte. Ja, ja. So, das meinte ich. Jetzt haben wir nämlich mehr Damage und jetzt, ich versuche jetzt links zu pushen. Also, hier erstmal die Minions, wir müssen ja unsere Minions mitnehmen, weitestgehend. Und da sind nicht gerade so viele da. Ach so, nee, du wolltest wirklich Kartenpunkte holen. Ich dachte, du willst. So. Ja, ich hab zu ihm den Sammler weg. Jetzt pass auf, da hinten ist ein Bärbel. Achtung, Server. Klaus Bärbel Bunsenbrenner. Warte mal, ich mach mir hier mal Falle hin. Ja. So. Wir haben jetzt tatsächlich wieder eine realistische Chance. Ich habe 2 Assists, 2 Tode, okay. Müssen wir nicht drüber reden, nicht unbedingt eine Bombenstatistik, aber immerhin die Assists und die Punkte habe ich ja trotzdem. Und wir kommen hier sehr, sehr schnell voran. Das ist nicht schlecht. Wir müssen dürfen auf keinen Fall hinterlaufen. Wenn wir hinterlaufen werden, ist sehr ungünstig. Komm, Turm ist gleich down. Ich will nicht den... Ich wollte doch gar nicht den anschießen, Alter. Hinter uns, scheiß Magier. Achtung. Ja, das war jetzt natürlich... Mann, ey, das ist der... Oh, kurz mit der Typ an. Nein! Ey, genau in dem letzten Moment, Alter. Ich geh jetzt mal. Eigentlich müsste ich auf Crit gehen und nicht auf physische. Ich geh nicht auf physische durchdringen. Das macht keinen Sinn. Wir gehen auf Crit und Schaden nochmal. Aber wir sind nicht mehr unterlegen, schadenstechnisch. Auf keinen Fall sind wir noch in irgendeiner Weise unterlegen. Wir beide müssen es nur extrem vermeiden, irgendwie zu sterben. Alter, der Gideon hat schon auf 36, das ist natürlich unglaublich heftig auf Schaden gegangen. Aber seltsamerweise auch auf Geschwindigkeit, was ich bei dem Gideon nicht mal unbedingt empfehlen würde. Was wollen die denn immer aufgeben, Alter? Ich meine, gut, ich gebe auch öfters mal auf, wenn ich keinen Sinn mehr sehe. Aber so schlecht sieht es doch gar nicht aus. Okay, die sind ja schon durch. Oh. Ich nehme alles zurück. Naja, weil die immer den abhauen, weißt du? Die müssen mal ein bisschen bis zur Mitte vorpushen. Und mal ein bisschen... Achso, Achtung, Scheiße. Mitte. Und, ich meine, es... eigentlich ja. Ist es im Prinzip nicht mal schlimm, dass wir keinen Tank haben, wenn wir einen Muriel hätten, die Muriel spielen kann. Das haben wir hinterher, das ist sinnlos. What? Lebt er noch? Ich hatte jetzt ein bisschen Schild, das ist ein bisschen. Ich hab keinen Mann mehr. Oh, der braucht 7 Leben!